diese Aussage, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Das ist ein Standardspruch, den ich einfach nicht mehr hören kann, weil das einfach nicht wahr ist. Mein Name ist Corinna Schultes. Ich bin Lehrerin am Gymnasium für die Fächer Englisch, Latein und Ethik. Und ich bin heute Morgen um 5.25 Uhr aufgestanden. Bin dann schon eine Stunde hergefahren. Ich bin nämlich eine Pendlerin. Und jetzt fängt mein Tag eigentlich erst richtig an. Salvete discipulia discipule. Salve magistra. Concedite omnes quaeso. Wenn man diesen Job macht, dann macht man den nicht, weil man damit viel Geld verdienen will. Wenn man Lehrer wird, dann wird man das aus Überzeugung. Ihr bekommt jetzt von mir Papierschnipselchen. Die stehen in einem gewissen Kasus, Numerus und Genus. Wenn Eltern zu einem in die Sprechstunde kommen und sagen, mein Kind fühlt sich sehr wohl bei ihnen im Unterricht, weil sie einfach so eine lustige Unterrichtsatmosphäre haben und man trotzdem aber was lernt und was mitnehmen kann, dann finde ich, dann läuft, glaube ich, schon einiges richtig. So, 2.18. Ich habe im Referendariat oft meine Berufswahl hinterfragt, wirklich sehr, sehr oft. Weil man in unterschiedliche Schulen geschickt wird, weil man das Problem hat, ich muss jetzt halt in kürzester Zeit eine neue Wohnung finden, ich muss mich auf neue Klassen einstellen. Mesdames, Messieurs. Ich bin eine angestellte Lehrkraft, das heißt, ich bin nicht verbeamtet. Von dem her ist es natürlich für mich nicht immer so schön zu wissen, dass es Lehrkräfte gibt, die im Grunde genommen den gleichen Job machen, den ich auch mache, aber mehr Geld dafür bekommen. Ohne Auto geht bei mir eigentlich gar nichts. Also es wäre schon die Option da, mit dem Zug zu fahren, aber das würde auch bedeuten, dass ich um 4:45 oder 5 aufstehen müsste. Und das ist teilweise mehr als eine halbe Stunde und eine halbe Stunde Schlaf ist mehr als kostbar. Ich kaufe jeden Monat schon auch neue Materialien, weil mir das wichtig ist, dass meine Schüler mit aktuellen Materialien arbeiten. Ich versuche schon gut einzukaufen, aber eben auch vorausschauend einzukaufen. Ich habe auch immer Angebotszettel und dementsprechend wird dann auch eingekauft. Wir setzen uns dann zum Beispiel am Sonntag hin und planen, was gibt es nächste Woche zu essen. Das sind 72 Quadratmeter. Wir zahlen zum Glück 936 Euro warm, aber für eine Innenstadtwohnung in Regensburg ist das eigentlich echt ein Preis, der in Ordnung ist. Ich persönlich sehe mich als unfassbar reicher Mensch an, aber nicht, weil ich viel Geld habe, sondern weil ich einen unfassbar tollen Ehemann habe, der mir den Rücken stärkt. Das Gleiche habe ich auch bei meiner Familie. Das ist einfach viel, viel wichtiger zu wissen, dass man geliebt wird, als dass ich jetzt halt weiß, oh, ich kann mir teure Handtaschen kaufen oder ich kann mir teure Schuhe kaufen. Wir sparen schon. Wir möchten uns gerne irgendwann einmal was Eigenes leisten. Wir möchten gerne irgendwie eine Doppelhaushälfte oder am besten ein eigenes Häuschen. Wenn ich jetzt halt weiß, ich stehe im Klassenzimmer, ich kann mit meinen Kids arbeiten und ich bin bei meinen Kids und kann ihnen was beibringen, dann sage ich, natürlich lohnt sich das. Wenn ich aber momentan den ganzen bürokratischen Aufwand sehe, dann ist es natürlich oft, dass man sagt, eigentlich ist das nicht das, wofür ich mich habe ausbilden lassen. Mein Leben hat sich seit 2019 stark verändert. Ich habe die Schule gewechselt. Ich bin mittlerweile an einem anderen Gymnasium, und zwar am Regenthal-Gymnasium Nittenau in der Oberpfalz. Für mich ist es so, dass ich momentan komplett im Homeoffice bin. Also das Unterrichten ist einfach ganz anders. So, und weiter geht's mit der nächsten Videokonferenz. Hello everyone, good morning. We are going to start with a little game. Please raise your hand, so I know that you're done, okay? You have 2 minutes for this. Mir fehlen meine Schüler, mir fehlt mein normaler Unterricht. Mir fehlt es, dass ich jetzt halt nicht im Klassenzimmer mal gucken kann, ob es den Schülern gut geht, ob da alles in Ordnung ist, ob
die sich vielleicht gestritten haben, ob es zu Hause Ärger gibt oder auch, ob sie den Stoff verstanden haben. Also man sieht ja oftmals ganz, ganz viel an der Mimik und an der Gestik. Und wenn man dann merkt, oh, vielleicht der Schüler, der braucht noch einmal eine kleine Unterstützung, das kann ich halt im Unterricht ganz anders steuern. Aber jetzt, ich sehe die Schüler ja meistens gar nicht. Viele Schüler haben ihre Videokameras gar nicht an. Außerdem bin ich umgezogen, also ich wohne jetzt nicht mehr in der Innenstadt von Regensburg, sondern in einem kleinen Vorort. So, das ist jetzt unsere Terrasse mit Garten. An den Finanzen hat sich natürlich auch etwas geändert. Die Wohnung, die wir jetzt haben, kostet um die 300 Euro mehr. Aber mein Mann und ich können uns das ja jetzt auch wunderbar leisten, da die Ausgaben verringert sind. Also man hat ja momentan keine Fahrtkosten. Es ist finanziell wirklich sehr angenehm momentan. Also da will ich mich nicht beschweren. Wenn ich jetzt halt an all die Menschen denke, die gerade wirklich Existenzängste haben, die nicht wissen, wie sie ihre Wohnung bezahlen, wie sie sozusagen bis zum Ende des Monats über die Runden kommen, bin ich wirklich einfach dankbar für den Job, den ich habe. Ich habe natürlich auch die Sorge, weil ich nicht weiß, wie es jetzt dann Ende des Schuljahres weitergeht, weil ich nicht weiß, ob ich an der Schule bleiben kann. Ich bin ja immer noch in der Angestelltenposition. Das heißt, da kommt dann die Angst schon. Aber im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Menschen, die hier momentan gerade wirklich zu kämpfen haben, könnte man das Jammern auf ganz hohem Niveau bezeichnen. So, ich hoffe, euch hat der Einblick in meinen Lehreralltag gefallen. Wenn ihr noch weitere Videos gucken wollt, einfach hier klicken. Und wenn ihr abonnieren wollt, einfach hier unten. Tschüss!